Heute in den Epochen Golden 30 Meter B-Schloss im Fahrzeug und jetzt geht's dazu beim Befüllung mit dem CubeCon App. Wir spielen hier eine weitere Modifikation von Emergency 4 und wie letztes Video schon angekündigt, diesmal wieder eine ausländische Modifikation, wo wir uns wieder recht gut mit der Sprache auskennen. Nicht. Und zwar ist es diesmal die Amsterdam Modifikation Version 1.0.f oder wie auch immer. Ich habe die ganze schon geladen, also ich habe sie nochmal gezeigt. Und wir werden jetzt einfach mal das freie Spiel starten und hier seht ihr schon Anzeichen der holländischen Sprache. Und dann werden wir wieder ganz normal das endlose Spiel im Freeplay starten, eine ganz normale Map. Und ich würde sagen, wir überspringen jetzt den Ladebildschirm und sehen uns dann wieder, wenn das ganze Spiel geladen hat. Bis denne! So, das Spiel hat geladen. Wir sind hier gleich drin, mitten in der Modifikation. Und der Typ, der sagt immer noch nichts. Warum auch immer. Und wie ihr seht, hier alles holländisch. Was haben wir denn hier? Wir haben hier gleich natürlich mal ein Scharfschützen. Und ich hoffe, das Blaue ist die Polizei. Wir sind hier so ein Schießtheater. Ich hoffe, das ist die Polizei. Ich muss mal schauen. Wie gesagt, ich habe die schon ein bisschen gespielt, die ist so richtig cool, auch die Map und alles. Ich muss nur mal schauen, was wird jetzt hier alarmiert. Okay. Da kommt auf jeden Fall schon was, aber es ist noch nicht ganz so das, was ich wollte. Vielleicht ist es das hier schon eher was. Oh, kurzer Leck. Aber auf jeden Fall haben wir schon mal ein Polizeiauto, ne? Dem können wir schon richtig viel machen und hoffentlich auch den Schützen jetzt aufhalten. Oh, der geht da hoch. Müssen wir mal aufpassen. Mir gefällt die Modifikation persönlich richtig, richtig gut. Auch wenn man jetzt natürlich so gut wie nichts versteht. Wobei man sagen muss, dass die Sprache, die holländische oder die niederländische Sprache vielmehr, dass die ja der Deutschen doch recht ähnlich ist. Und jetzt können wir den natürlich nicht in das Auto reinfahren. Das heißt, ich hoffe, in dem Auto. Okay, das ist die Spezialeinheit. Das war natürlich jetzt ein kleiner Fail. Das heißt, wir müssen doch auf die Nummer 3 nähen. Ah, das ist das Research-Auto oder so. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Da stehen immer noch die Fahrzeugnamen da unten, wenn man das so sieht. Und Büro 4 dürfte dann natürlich das Büro sein. Und da sehen wir ihn auch schon kommen, das sind die normalen Streifenwagen dort. Da müssen wir jetzt halt ein bisschen warten, bis der angekommen ist. Aber wir können uns jetzt schon mal so ein bisschen anschauen, was wir eigentlich alles machen können. Das ist ja richtig cool, was auch immer das ist. Wir können da mal ganz kurz schauen. Hier steht irgendwie abladen oder so. Das ist ein Container. Aber was kann der Container? Das ist die Frage. So, rein mit dir. Was kann der Container? Wir haben hier auf jeden Fall richtig cool. Können hier blaues Licht, gelbes Licht können wir anmachen. Für was auch immer das gelbe Licht ist. Das weiß ich noch nicht. Und dann haben wir hier Martinson. Und den habe ich noch nicht ganz verstanden hier. Und dann haben wir hier Warnblinker natürlich. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Oh, und das alles noch an- und ausschalten. So, perfekt. Ja, mach hier extrem viele Auswahlmöglichkeiten. Auf jeden Fall hier sehr, sehr cooles Fahrzeug, muss ich sagen. Wir können hier Leute folgen. Was haben wir hier? Wir können hier den Status auf 1 setzen, glaube ich. Ne, Status 5. Sprechwunsch. Aber da geht es auch erstmal wieder rein. Da können wir uns angucken. Ich finde die Map richtig cool. Das ist also, soweit ich weiß. Also es ist ja auch keine Standard-Map, ist natürlich hier alles noch nicht ganz fertig, wie man sieht, aber mir gefällt sie auf jeden Fall richtig, richtig gut. Wir haben hier auch wieder die ganzen Sachen. Okay, das habe ich gesehen. Hier sieht man hier so ein paar Einsatzstichworte. Und das hier dürfen dann die Fahrzeuge, die einzelnen Feuerfahrzeuge sein. Hier haben wir dann wieder die einzelnen Fahrzeuge, hier haben wir dann Spezialfahrzeuge. Und das setze ich hier nach Handmelder und... Was für ein schönes ist das? Okay.
Okay. Okay, hallo, hallo. Das war es jetzt ja. Richtiger Zufall. Dass wir das jetzt hier haben und dann haben wir hier. Nee, nicht die. Doch die Ambulanz 1 haben wir hier. Dass wir den Typen hier gleich geschnappt haben, weil das direkt am Gefängnis wohl ist, weil er der Kollege gerade war. Und während wir jetzt hier Kollegen versorgen, können wir ja mal ganz schnell oben den Handmelder zurückstellen. Auf jeden Fall auch richtig cooler BMA-Sound hier. Aber nicht den. Ich hoffe, das ist jetzt hier ein Fahrzeug, ein ziemlich kleines Fahrzeug. Auf jeden Fall auch die. Also mir gefällt es richtig gut hier auch die Sound. Die Soundkulisse und das sind die ganzen Fahrzeuge. Sehr, sehr authentisch. Ich denke auch mal nicht, dass es jetzt hier noch groß weitergeht in Emergency 4, weil ja doch das 5er jetzt angekündigt wurde, auch dieses Editor-Event und alles. Da denke ich mal, dass jetzt nicht mehr viel geht, leider. Aber mal sehen, jetzt haben wir hier irgendwo einen Arzt. Das ist dafür der Arzt. Hier ist der Arzt. Das ist der Arzt und das ist nur so ein Chippy. Der kann, denke ich mal, auch nicht. Was kann der denn überhaupt? Kann die tragen, ja, das bringt mir aber jetzt nicht viel. Ja, dann lass die mal wieder ab. Dann lass die lieber mal wieder ab. Wenn ich die beide selektiere, dann kann ich auch nicht wirklich was machen. Okay, das weiß ich jetzt noch nicht, wie man den Patienten. Muss man den dann tragen? Gibt es da keine Trage? Ah, so ist es also. Wir haben hier, habe ich gesehen, hier irgendwie gelbes Licht. Beziehungsweise grün. Oder grünes Licht, was auch immer das darstellen soll. Kenne ich mich leider nicht so gut jetzt in den Niederlanden aus. Der ist auf jeden Fall voll geheilt. Können wir jetzt auf jeden Fall mitnehmen. Und dann können wir den auch verfrachten. Wenigstens geht der hinten rein. Und dann geht's ab ins Krankenhaus. Und wir haben hier irgendwo noch unseren Handmelder. Oh, jetzt haben wir die Drehleiter. Ja, das war das Falsche. Weil. Da ist kein Gruppenführer drin. So wie mal, dass das jetzt hier wesentlich was ist. Wo ist denn der große Feuerwehrstützpunkt? Ist der hier? Nee. Ist der hier? Autsch, doch, der dürfte hier irgendwo sein. Da unten. Okay, das ist auch der falsche. Das ist natürlich jetzt. Das ist natürlich jetzt. Ich will halt nicht das Riesending alarmieren. Für diesen Handmelder. Ich brauche eigentlich nur jemand, der das jetzt zurückstellt. Ich hoffe mal, dass es jetzt wird, dass das ein Slide-Fahrzeug sein oder irgendwas. In der Richtung. Vielleicht war es das hier? Das war es nicht. Hier war es auch nicht. Ah, okay, das ist jetzt das Auto. Man sieht auf jeden Fall, man kann es ja mal schauen, wenn ich hier mal was alarmiere jetzt, wie die ausfahren, so, das ist auch richtig cool. Aber jetzt haben wir schon wieder einen neuen Einsatz, mal ganz schauen. Illegale Demonstration, oh, jetzt wird's lustig. Jetzt können wir ein bisschen mit der Polizei auftrumpfen. Und wir haben hier glücklicherweise schon das Stichwort Demonstrate. Jetzt sollen wir mal schauen, was denn das Ganze hier so. Was denn die Polizei hier so auffährt. Und ihr seht, da geht ganz schön was los. Wenn man sich jetzt anschaut, allein nur auf dem Revier jetzt. Okay. Von überall kommt jetzt hier Polizei. Und Krankenwagen. Und. Okay. Feuerwehr kommt hier auch, wie ich das sehe. Und wir haben jetzt hier schon richtig viele Kollegen. Sollen wir ein bisschen koordinieren. Und wir haben hier ein Gruppenfahrzeug. Hier sind auch nur zwei drin.
Vorhin sehen wir ein bisschen Manpower, aber wieso kommt jetzt hier die Feuerwehr? Das war jetzt nicht ganz so geplant. Ach du Kacke, kommt da viel. Ist auf jeden Fall gut dimensioniert. Wenn wir gleich Rettungswagen dabei, Feuerwehr, was auch immer das ist, denn das würde ich gerne mal noch wissen. Ich weiß es nur leider nicht. Sieht irgendwie nach so einem Einsatzleitcontainer oder sowas aus. Okay, jetzt haben wir ein richtiges Problem. Jetzt sollten wir mal eingreifen. So. Jetzt müssen wir mal schauen, ob das alles so geht. Ach du Kacke. Das wird jetzt ein bisschen eskalieren, habe ich so das Gefühl. Da geht jetzt hier eine kleine Massenschlägerei los. Da wäre jetzt hier ein Wasserwerfer mal ganz geschickt. Müssen wir einfach die Leute da jetzt reinschicken. Okay, die Polizisten. Die Polizisten, die gehen schon gut down. Alles ist so ein Massengefängnis. Haben wir jetzt hier. Nee. Und da kommen immer mehr. Ach du Kacke. Okay, das sieht gar nicht schön aus. Das ist jetzt ein bisschen eskaliert. Das ist ein. Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen. Er soll auf den schießen. Was ist denn da jetzt? Was ist denn hier jetzt falsch? Wir müssen nochmal. Irgendwo. Alles an Polizei, was jetzt da ist, irgendwie rausholen. Okay, hier das Gruppengestöhne. Hier jetzt noch ein bisschen holen. Sich hier natürlich noch einer Polizist wurde auch verprügelt. Okay, die letzten werden jetzt hier noch verprügelt, das ist natürlich sehr toll. Das ist richtig schön eskaliert jetzt hier. Okay, die wurden auch alle niedergeprügelt. Okay, die sind natürlich jetzt hier sehr toll. Frag mich jetzt, warum auch jetzt durch die Spezialeinheit kommen. So, Kollegen, jetzt müssen wir ein bisschen aufräumen. So. So, jetzt. Okay, jetzt sind natürlich immer mehr Leute. Okay, jetzt haben wir auch ein bisschen. Ist auch leer. Hier haben wir noch ein bisschen Personal. Die können wir jetzt einfach alle verfrachten. Hier ist auch noch einer. Oder man kann einen schönen Grafik-Fail. Die ist gerade gerannt. Das ist der nächste. Aber wir haben jetzt hier dementsprechend Polizei. Der Typ hier. Der stört mich ein bisschen. Einfach rein. Einfach rein an den Kollegen, der muss jetzt hier dringend weg, weil ich glaube, der ist der Einzige, der jetzt noch ein bisschen Aufruhr macht, dass hier die ganzen Leute noch gedingens werden. Und jetzt können wir hier gleich mal. Oh, es kommt immer mehr, es kann doch nicht wahr sein. Das kann jetzt noch nicht wahr sein. Sieht hier Nacht auch richtig cool aus. Einfach alles, was wir irgendwie haben.
Okay, okay, okay. Widerstand, Widerstand. Lol, was war also das Fahrzeug jetzt? Irgendwie mal rein hier, ich hoffe. Ich hoffe doch jetzt schwer, dass das jetzt hier noch was wird. Warum auch immer der noch dieses Symbol da drüber hat. Okay, 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 jetzt geht's hier langsam. Jetzt geht's hier langsam ab. Was ist denn jetzt mit dem Typ hier? Und, oh, da kommt. Jetzt kommen wir wahrscheinlich ein Problem, wenn die jetzt. Woher kommen auf einmal so viele Menschen? Ich hoffe mal, dass die jetzt nicht die Demonstration noch weiterführen, sonst habe ich ein echtes Problem. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall ein bisschen zwei Leichen, weil man auch dabei, die wir hoffentlich nicht brauchen. Aber es sieht ganz gut aus, weil wenn die Menschenmasse gekommen wäre, dann wäre das ganz anders gewesen. So, jetzt ist natürlich schauen, die ganzen Verletzten einfach alle auftragen, die sind ja soweit. Alle ganz in Ordnung. Wir haben auf jeden Fall hier das gesamte Rettungs- und Polizei Kontingent ausgeschöpft. Und ich glaube auch das ganze Personenkontingent. So, was haben wir jetzt? Hier die nächsten zwei Ambulanzen, einfach die ganzen Leute mitnehmen. Ärzte brauchen wir uns eigentlich erstmal nicht, da die ja sich hochhalten. Okay, wir können ja nicht einzeln aussteigen. Ne? Da ist der Typ mit der Trage. Wie viele Verletzte haben wir denn? 27 Verletzte und ja, es fehlt noch ein bisschen so. Wohin gehen die jetzt? Es fehlt noch so ein bisschen. Was ist denn jetzt los? Es fehlt noch so ein bisschen die Spezialfahrzeuge, wenn ich das mal so sagen kann. Also dieser Großraum, also diese Großraumsachen, die fehlen mir so ein bisschen. Kann natürlich sein, dass sie noch irgendwo sind. Dass die hier irgendwo noch sind, aber das glaube ich eigentlich nicht. Und ich würde sagen, wer will jetzt eh nur noch die Verletzten abtransportieren. Wenn ihr das mal seht, 27 Verletzte. Das könnte jetzt noch ein bisschen dauern und ich will das Video jetzt ja nicht endlos machen. Nämlich, ich denke, man hat eigentlich gesehen, dass es richtig cool ist. Und dass es auch sehr schnell eskalieren kann. Da würde ich sagen, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen für dieses Massaker hier, was wir ausgelöst haben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, gehabt euch wohl, ciao.